Moin Freunde, Shane TSGTV und willkommen zu der nächsten Papa Joe's Steinofenpizza im Pulled Pork Style Limited Edition. Mega nice, bin mega gespannt. Wir schreiben es gerade 6:05 Uhr. Ich habe die Nacht ein bisschen durchgemacht und ein paar Sachen erledigt und so ein Scheiß. Alles, was langweilig ist. Aber naja, gut, da müssen wir auch durch. Gut, ist nicht das Thema. Es gibt Pizza zum Frühstück. Also flexibel des Todes hier heute wieder. Ja, gut. Das ist die Pulled Pork Steinofenpizza von Papa Joe's, wie gesagt. Wir müssen mal hier ein bisschen aufpassen. Oh, da fällt nicht so viel runter wie bei anderen. So, wir haben Zwiebeln, dieses Pulled Pork, Paprika, Tomaten, Käse und weiße Zwiebeln auch mit. Also es sind rote und weiße Zwiebeln, wie es aussieht. Hier, wie gesagt, ein bisschen Tomate. Oder ist das auch Paprika? Es könnte natürlich auch Paprika sein. Aber Tomatensauce ist Standard, ihr wisst Bescheid. Und ja, sieht wenig Fleisch aus, nach wenig Fleisch aus, aber soll nicht das Thema sein, denke ich mal. Wir schieben uns das Ganze jetzt rein. Zum Frühstück. Das kannst du nicht ausdenken. Ich muss jetzt 20 Minuten warten, wie immer, und ihr natürlich nicht. So, Freunde, da sind wir um ca. 6:30 Uhr. Das ist die Pizza Pulled Pork, die Papa Joe's Steinofen Pizza Pulled Pork Limited Edition. Ich habe Hunger. Here we go. Haufenweise Zwiebeln. Da fliegt ja der Anus weg, Alter. Heftig auf jeden Fall. Teig ist sehr dünn. Ein bisschen pappig, würde ich sagen. Irgendwie anders als die Pizza davor, obwohl es genau dieselbe Firma ist. Und kann auch an meinem Ofen liegen. Rand ist mega knusprig. Und das Fleisch ähnelt sehr krass an Thunfisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Komisch, aber ist so. Okay, Freunde. Hier an dieser Stelle müssen wir richtig flexibel sein. Fleisch merkt man kaum, aber es schmeckt. Also es ist ein Übermaß an Zwiebeln, was mich überhaupt nicht stört, weil ich Zwiebeln gerne esse. Aber ich weiß nicht, ob das so Sinn macht. Noch ein Stück zum Bestätigen des Geschmacks. Freunde, Fazit. Es ist ein bisschen süßlich. Es scheint wohl auch so eine Barbecue-Soße mit dran zu sein. Ich habe das gar nicht gelesen. Aber hier oben ist so. Es ist, glaube ich, ein bisschen Barbecue drin. Oder es ist einfach nur Barbecue. Ich habe gerade keine Ahnung. Schmeckt auf jeden Fall ein bisschen süßlich so. Können auch, also es kann auch an den Zwiebeln liegen. Ist geil, ist nicht das Beste, aber ich gebe den Ganzen jetzt einfach spontan aus dem Bauch raus. 3 von 5 Shane Chillers. Ist lecker, aber ich glaube nicht, dass ich die nochmal holen werde. Wir brauchen Abwechslung. Wir müssen alles mal probieren. Ihr wisst Bescheid. Gönnt euch nochmal den Anblick. Dankeschön fürs Einschalten. Wunderschön, dass ihr dabei wart und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.